keine Müdigkeit vorschützen. Der Doomed Space Marine ist wieder zurück im vierten Level der zweiten Episode. Und da kommen sie schon wieder, die Tutti Fruttis, ne? Aber ein langes Leben sei ihnen nicht gegönnt, diesen Ausgeboten der Hölle. Ich hasse sie, ich verabscheue sie und ich möchte, dass sie sterben. Und mein Wunsch ist wie immer Befehl. Oh, was ist denn mit diesem Auto-Aim hier, von diesem Rocket Launcher? Das ist ja gruselig, du. Beziehungsweise, das ist überhaupt kein Auto-Aim, ne? Da musst du wirklich präzise dran zielen. Und so haben wir nicht gewettet, Freunde. Aber gut, das kriegen wir schon. Bevor wir da weitergehen, würde ich gerne mal nach da oben kicken und schauen, was uns hier erwartet. Heute mal wieder ein bisschen gediegenere Musik. Fast schon Fahrstuhlniveau, aber nur fast. Komm hier irgendwo irgendwie rein. Okay, da scheint noch kein Durchkommen zu sein. Wir müssen wahrscheinlich... Ah, okay, wir müssen den Skull aktivieren. Sehr schön. Ach, natürlich. Ja, kommt Laune auf. Da wäre ich so richtig munter. Ah, vielleicht mal ein bisschen von dem Schnuckiputz. Da zerfließt unser Kollege gleich wieder. Voller Freude. Und ja, Arschgeigen. Oh, mit Senf. Klappe zu. Zeitliches Segnen. Ach, die Dinger sind so nervend. Aber wir kriegen eine Computer Area Map. Das ist sehr, sehr schön. Und falls wir Verpflegung brauchen, können wir hier immer wieder zurück. Hoffe ich doch zumindest. Auf jeden Fall liegt hier noch was. Einfach vormerken. Oh, überall Grütze, wie ich es liebe. Die Schweinchen sich wieder von der Seite anschleichen, ne? So, ich weiß nicht. Also nachdem ich hier jetzt an einem Tag schon das halbe Spiel jetzt Let's Playe, weiß ich nicht genau, wann ich das hochlade, dieses Video. Dauert bestimmt noch 2 Wochen oder so. Aber ich möchte mal generell eine kleine Umfrage zu 3D-DOS-Shootern starten. Denn ich stelle mir gerade so die Frage, was ich als nächstes 3D-Shooter DOS-mäßig mache. Oh, fick. Nach diesem Doom-Let's Play. Was würde euch mehr interessieren? Ihr kennt ja, also ich habe jetzt mal eine Auswahl von 2, da gibt es sicher noch einiges mehr. Aber das ist so, was mir als allernächstes so im Kopf schwebt. Ich gebe euch mal 2 Möglichkeiten. Ihr könnt mir sagen, was ihr lieber sehen wollt. Also ihr könnt euch... Ah, blauer Key, sehr schön. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe damals von Quake 1 100% Nightmare Run gemacht mit allen Secrets vom Normalspiel und von dem ersten Mission Pack. Und eine Auswahlmöglichkeit wäre ein 100% Nightmare Run mit allen Secrets des zweiten Mission Packs, Dissolution of Eternity. Würde euch das interessieren? Oder wollt ihr lieber sehen Shadow Warrior? Das klassische 1997er Shadow Warrior. Allerdings ganz normal gespielt, nicht mit 100% und höchster Schwierigkeitsstufe. Also könnt ihr mich mal wissen lassen, was euch von den beiden Sachen eher interessieren würde. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. So, jetzt erstmal die Pickel hier zerplatzen lassen. Ah, beinahe wäre es passiert. Und es könnte immer noch passieren. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich möchte hier speichern. Ich möchte hier mal ein Safe machen, weil wer weiß, ob wir jemals wieder so einen schnuckligen Anzug kriegen. Was ist denn das hier? Lass mich einfach nur saven, okay? Dankeschön. Oh, Berserkpack, auch nicht schlecht. So, genau. Ich wollte gerade was sagen, ich habe es leider vergessen. Tut mir leid wegen diesen blöden Speichern. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie... Aha, okay. Also hier geht es schon mal nicht weiter. Gut zu wissen. Boah, dieses Level ist schon wieder... Das ist der Start, ne? Genau. So, ich suche jetzt einfach mal die blaue Tür, damit wir hier mal weiterkommen. Und ich hoffe, ich finde sie irgendwann. Und ich nehme mal wieder eine vernünftige Waffe, weil wer weiß, was da für ausgebotene Hölle wieder auf uns zukommt. Ach ja, und natürlich wieder eingesperrt werden. Das habe ich ja so richtig gerne. Ich mache mir mal selbst den Weg frei, ich bin so frei. Ich habe auch schon einige Projekte in Planung, beziehungsweise würde mir Spaß machen, die zu Let's Playen, die zwar auch wieder Retro-Titel sind, aber nichts mit 3D-Shootern zu tun haben. Möchte jetzt aber noch nicht verraten, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das alles so klappt. Okay. Jetzt ist hier ein Stampfer draus geworden, aber ansonsten
Ich guck mal, ob ich hier irgendwo hochkomme. Ich habe so das miese Gefühl, dass hier wahrscheinlich hier drin so eine Wand ist, die man aktivieren kann. Und dann kann man da weitermachen. Wir können es mal probieren. Man gönnt sie ja sonst nichts, ne? Reinkommen müsste man. Gut, das war nichts. Ich probiere noch kurz die andere Seite. Wenn nicht, dann trotten wir weiter. Wir trotten weiter. Sehr schön. Okay. Das Schöne ist, ich habe hier diese Computer Area Map. Das heißt, man kann ganz einfach sich hier trotzdem verlaufen. Hier voran gleiten und... Okay, das ist zwar ein Secret, aber das geht so nicht auf. Egal. So, also ich muss jetzt echt mal hier gucken, dass wir die Keycard, nicht die Keycard, sondern die Türe für die Keycard finden. Was ist denn da hinten? Okay, das war das hier. Und da hinten ging es ja nicht weiter. Oh, ist das ekelhaft. Ich habe auch gerade irgendwie, muss sagen... Okay, Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Hier raus, dann hier entlang. Ja, sieht korrekt aus. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ist das hier eine Tür? Nee. Hier, von hier sind wir schon mal gekommen. Ich kann mich erinnern, oder noch nicht. Doch, da waren wir schon mal. Sehr schön. Das heißt, wir schauen nach hier oben genau. Da haben wir jetzt nämlich die blaue Tür. Und wir können hier weiter. Nein, ihr kleinen Kaki-Bratzen. Uiuiui. Das war Töfte. Um mal ein total bescheuertes, outdated Wort zu bringen. Oh, stirb du Ferkel. Backpack, sehr schön. Also langsam, so nach 4 Leveln, gibt man uns auch endlich mal ein bisschen Verpflegung, die einen mehr als 2 Minuten am Leben hält. Och, dafür hauen sie jetzt die Barons uns hier rein. Ja, jetzt habe ich versehentlich wieder den Autorun aktiviert, das wollte ich nicht. Ah, das war scheiße. 4 Health, na toll, das läuft ja super gerade, ne? Ich würde gern zurück an den Start und mir die Health holen von damals, aber da müsste ich durch Grütze und da würde ich sterben und das ist jetzt mein sicher tot, glaube ich. Von daher mache ich mal kurz nochmal ein Save. Das Level ist wieder so suboptimal hier. Okay. Ist natürlich auch toll, ein Safe mit 4 Health zu machen. Und den alten besseren Safe zu überschreiben. Genau, dann passiert nämlich sowas. Man wird von einem blöden Zombie-Man niedergemäht. Deswegen nochmal laden. Aber den Sack, den knöpfe ich mir jetzt vor hier. Die olle Laugenstange. Wo ist er denn? So, du blöder Bumskopf. Na denn, gucken wir mal auf die Karte. Hier ist kein Secret. Hier können wir jetzt rein, okay. Bitte, bitte, bisschen Health. Okay, das ist nicht so toll. Dann langsam auf der Seite weiter. Hallöchen, ist hier wer? Energie? Tote Space Marines? Scheiße. Ja, das ist alles suboptimal jetzt. Oh, danke schön. War mir klar, dass das passiert, aber wir haben immerhin ein bisschen Energie. Und wir können uns zurückziehen. So, wieder 30 Energie, das ist besser als 4. So, da geht uns auch die Muni für die Chain dann aus. Also müssen wir trotzdem ein bisschen mehr Shotgun reagieren. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann demnächst mal die Plasma Rifle. Die gab es bestimmt schon irgendwo mal in dem Secret. So, der liegt auch, der fette Sack. Okay, hier scheint es noch nichts zu geben oder generell nichts zu geben. Dann schauen wir mal hier rein. Lass mich noch mal gucken, was wir hier sonst noch zur Auswahl haben. Hier könnte man natürlich auch entlang. Okay. Sind wir von hier gekommen? Nee. Das sieht nach Neuland aus und das... Oh nein. Ach Gott, nein, ich es hasse. Das machen wir jetzt aber so, ihr kleinen Stinker, ne? Ihr könnt mich jetzt nämlich mal gewaltig. So, das war schön. Und wir kriegen ein bisschen Energie. Und wir haben sogar nicht mal was verloren. Jetzt habe ich schon wieder jegliche
Navigation, Orientierung verloren. Okay, wir sind einmal im Kreis gelaufen, das ist sehr schön. Das heißt, jetzt gucken wir mal hier rein, was es hier gibt, eventuell Schönes. Hier ums Eck gibt's nichts. Ihr glaubt wohl, ich bin dämlich, oder wie? Das machen wir mal so. Gut, warum das ein Siegel ist, frag mich nicht, aber... Naja, wenn die es so haben wollen, dann wollen sie es so haben. Auch hier ist ein Secret. Jawohl, sehr schön. Das ist natürlich mit der Computer Area Map ist das alles ein bisschen langweilig. Aber hier waren wir ja schon mal. Das ist quasi ein Secret im Secret. Sehe ich da Health? Jawohl. Das möchte ich mir auf jeden Fall holen. Sehr schön. Und das ist auch ein Secret? Okay. Aber man muss sagen, die Health sind gar nicht so einfach zu sehen. Wenn ich mich jetzt nicht umgedreht hätte, hätte ich das wahrscheinlich nie gefunden. So, schauen wir mal. Wir müssen hier auf jeden Fall jetzt auch mal wieder rauskommen. Wie machen wir das? Nur ein Weg führt nach draußen, das war glaube ich der. Aber ansonsten gibt es hier glaube ich nichts viel zu sehen, ne? Das heißt, wir gehen zurück. Boah, das Level ist so verwinkelt, ey. Aber hier muss doch weitergehen irgendwo. Weil ansonsten sehe ich auf der Karte nichts Großartiges. Wir müssen in den Mittelraum da reinkommen. Ansonsten haben wir jetzt nämlich schon alles abgecheckt, fast. Moment. Ja, ja, stimmt. Hier war ja noch was. Oh, ich will da gar nicht runter. Hallo, Dicky. Wer schießt mich da schon von hinten an? Da kommen Feuerbälle in meinen Nacken rein. Das gefällt mir nicht. Ich will erstmal hier mit den Klöpfen ein bisschen beschäftigen. Hey, hey, hey. Meine Energie ist kostbar. Ich habe nicht so viel davon. Ich weiß, das interessiert euch nicht wirklich, aber... Man kann ja trotzdem mal ein bisschen empathisch sein, ne? Sonst gibt's hier nämlich fette Raketen in die Fresse. Oh Mann, war das jetzt wieder scheiße. Ich bin so schlecht einfach manchmal. Ich wäre besser gefahren, wenn ich einfach nur meine Shotgun behalten hätte. Okay, interessantes Konstrukt. Ekelhafter Fatty. Komm, Platz, du Pickle Poppy. Nicht speisen. Mit deiner scheiß Tollwut hier. Okay, das scheint ein Teleporter zu sein. Bevor ich da reingehe, nochmal zurück. Ich möchte mal die ganze Runde machen. Oh, scheiße. Hätte ich es nur sein lassen. Ich sehe vor lauter Leichen die Gegner nicht. Oh nee, nicht schon wieder so ein blöder Baron. Komm halt's Maul. Ich habe eh nur 25 Energie. Der darf mich jetzt nicht erwischen, weil sonst bin ich Hackfleisch. So, mit dem letzten Schuss gerade noch. Jetzt geht mir langsam wieder die Muni aus. Wäre ich doch einfach nur durch den Teleporter. Ich könnte es immer noch tun, um ehrlich zu sein. Aber da packt mich immer der Ehrgeiz, ne? Wow. Stirb doch jetzt, du fette Schwein. Naja, es steht natürlich im Gang, das ist am allerbesten. Also selbst wenn ich jetzt abhauen wollte, wenn ich jetzt ein bisschen Energie oder sonst die Belohnung dafür kriegen würde. Was tut das? Tut mir das gut? Aha. Okay. Das hilft mir gar nichts. Aber sowas von gar nichts. Das öffnet irgendwo ein Secret. Ah ja, ach nee, das bringt nur einen Aufzug hier runter. Okay. Ja. Biss! Shit. Kam der blöde Holzkopf her. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich speichere nochmal. Das Level wird jetzt langsam haarig. Das Spiel wird schwieriger, meine Freunde. Das ist überhaupt kein Teleporter. Das hat aber irgendwas aktiviert. Ich habe was aufgehen hören. Ah ja, guck mal an. Dann gehen wir mal hier durch. So, schmatzendes Ferkelchen stirb und da ist das Ziel. Bloß wie? Teleporter ist dort drüben. Gibt's hier sonst noch was? Nee. Doch? Nee. Okay, dann probieren wir das mal. Oh, Supercharge. Ich würde gerne da rankommen, aber das geht so wahrscheinlich nicht. Okay, das war die absolute Verarsche des Jahrhunderts. Das hat uns gar nichts gebracht.
Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir ans Ziel kommen hier wollen hier. Ah, da hinten ist noch ein Teleporter. Okay, ich probiere es mal. Nicht sterben. Okay, aber auch hier kommen wir wieder zurück. Man sieht mich verwirrt und auch gleich tot. Und das ist suboptimal. Also ich laufe jetzt einfach mal rein und dann sterbe ich. Da ist irgendwas. Okay, dann gucke ich mal, wie das weitergeht hier. Ja, ich toll hier. Es kann so einfach sein. Wir waren quasi schon dort. Ich habe nur vergessen, den Schalter zu aktivieren, dann können wir ins Ziel. Aber meine Offline-Sucherei, die ich gerade gemacht habe, hat auch was Gutes, denn ich habe ein super geiles Secret gefunden, das ich auf keinen Fall missen möchte. Und dazu wollen wir noch einen Schalter aktivieren und hier hochfahren. Ist auch gar nicht so schwer zu finden. Man muss nur die Augen aufmachen bei diesem Secret. Das ist nämlich hier. Hier gibt es eine Nische, da lassen wir uns reinfallen und das ist auf keinen Fall ein Dead End, eine tödliche Sackgasse. Denn wir können die Wand deaktivieren und kriegen die wunderschöne Plasma Gun. Und mit der würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf ins Ziel. Wie gesagt, wir waren schon dort, wir waren richtig, wir haben alles korrekt gemacht. Ich habe nur einen kleinen Schalter übersehen. Also killen wir den Sack hier nochmal, bevor er uns anbeißt. Leider habe ich immer noch keine Ahnung, wie man in die Supercharge hier kommt. Aber ansonsten, hier rein, den Schalter muss man drücken, den habe ich einfach übersehen. Dann fährt sich hier der Weg hoch. Dann nochmal zurück teleportiert und nochmal hier rein. Ich nehme schon mal die Plasma, die können wir jetzt nämlich gut gebrauchen. Denn es warten wieder ein paar kleine Spastis da drin. Die können wir so schnell erledigen, bevor sie uns erschießen, wo wir eh nur noch 13 Health haben. Und dann gehen wir rein. Suboptimal lief das alles. War nicht meine Sternstunde, dieses Level. Aber egal, wir sehen uns wieder in der nächsten Map. Wieder heißt... Gott, war das wieder lang. Command Center. Bis gleich.